Ich heiße euch recht herzlich willkommen. Heute ist die Aufzeichnung mal über TeamSpeak. Deswegen habe ich hier so ein Headset auf. Wir mussten das heute machen, weil das Auto halt stehen geblieben ist, ist der Ausbruch abgefallen. Und die einzige Möglichkeit, jetzt von unterwegs was zu machen, ist schnell noch einen TeamSpeak-Server anzumelden und ein schnelles Setup zu machen. Und wir haben auch eine neue Telefonnummer, die gebe ich mal bekannt. Das ist die 0174. 8952271. Ich wiederhole nochmal 0174 8952271. So, ich habe die Telefonnummer auch in den TeamSpeak-Server eingetragen und ihr könnt, wenn ihr bei kaiserrundfunk.com auf die Homepage geht, bei Live klicken, seht ihr dort die Anmeldung und dort seht ihr auch alle, die momentan angemeldet sind. Und wenn man dort die Seite neu lädt, kommt man dann direkt auf die TeamSpeak-Seite und kann sich also heute noch dran beteiligen. Ich werde jetzt einfach mal einen Dauerton in die TeamSpeak-Gruppe geben und dann hoffe ich mal, dass alle mithören können. Gut. Also ich begrüße alle Zuschauer von YouTube, die jetzt hier offline im Video sind. Ich wiederhole nochmal die Telefonnummer. Zum Anrufen in der Live-Sendung die 0174 8952271. Wir haben heute einen TeamSpeak-Server installiert, dann haben wir vor 10 Minuten erst richtig zum Laufen gekriegt. Es ging leider nicht eher, weil das Setup bei TeamSpeak ein bisschen kompliziert war. Aber die Techniker haben das hingekriegt und wir haben also jetzt zusätzlich zu dem Live-Kanal auf YouTube noch diesen TeamSpeak-Server. Und der ist über die Live-Seite zu erreichen, also kaiserrundfunk.com und dort auf die Live-Seite. So, dann möchte ich erstmal die ganz neuen Entwicklungen bekannt geben. Wir haben ja die letzten 4-5 Wochen wenig geschrieben im Netz und kam natürlich dann auch die Frage, ja, hört man denn überhaupt noch was von kaiserrundfunk.com? Wie sind die denn eingeschlafen? Schlafen die alle? Haben sie die beerdigt, weggefangen, weggesperrt, was auch immer? Nee, alles gut. Wir haben eine externe Veranstaltungsräume, die wir jetzt sukzessive ausbauen. Also momentan arbeiten wir hier dran, ein paar Duschen aufzubauen. Also hier, das sind jetzt die Duschventile, die ich heute besorgt habe. Und da brauchen wir natürlich noch mehr. Also wir haben zum Beispiel jetzt vor, einen Veranstaltungsraum zu beleben mit 200 Personen, also wo 200 Personen von Freitag bis Sonntag am Wochenendseminar teilnehmen können. Und die müssen natürlich irgendwo schlafen. Viele davon von den Teilnehmern werden in irgendwelchen Pensionen übernachten, aber nicht jeder hat das Geld. Es gibt ja viele, die Hartz IV haben, die sie gefällt haben, die zwar früher erfolgreiches Unternehmen hatten, aber wo die Systemlinge halt denen die Erwerbsgrundlage entzogen hat. Und genau solche Leute wollen wir ja mit unseren Gruppen haben und denen auch ermöglichen, mit keinem oder geringen Einkommen auch an einem Seminar teilzunehmen. Ihr wisst ja, dass wir keine großen Tagungsgebühren verlangen. Wir müssen natürlich für die Bewirtschaftung der Räume auch an den Gastgeber was bezahlen. Das ist ein kleiner Mitgliedsbeitrag als Game, aber bei uns ist das bei weitem nicht so aufregend, wie es andere Gruppen da machen, die so einen gelben Schein rumblubbern, wo sie den Leuten am Wochenende 200-300 Euro aus der Tasche nehmen. Das wollen wir nicht. Wir wollen, dass jeder mit noch so geringem Einkommen daran teilnehmen kann. Und wir werden auch Fahrgemeinschaften organisieren, sodass jeder, der das will, auch irgendwie teilnehmen kann. Das ist mir sehr wichtig. Und ich hoffe auch, dass das für die Zukunft Schule macht, weil wir haben es umsonst bekommen, also sollen wir uns auch umsonst weitergeben. Ne? Uns haben irgendwann auch Leute aufgeweckt und die hatten auch viel Energie reingestoppt und haben ihr Auto eingesetzt und ihre Wohnung zur Verfügung gestellt und Räume angemietet und die uns geschult haben. Ich bin ja nur aus der alten Schule der DDR-Friedensbewegung und 1978 weg im Prinzip im Einsatz. Ich habe natürlich nicht so die lange Anlaufphase, aber es gibt natürlich viele, die da auch dankbar sind, dass ihnen auch mal geholfen wird. Ne? Weil heute kam ein sehr guter Freund, hat mir also geholfen mit der Autopanne. Wir haben also das Auto heute nochmal zur Reparatur schaffen können, weil da war. Wollte gerade heimfahren, damit ich die Live-Sendung machen kann, und da war der Ausbruch abgefallen. Da klang da mal für 5 Minuten wie ein Ferrari und dann hörte ich so lautes, schepperndes Geräusch und da war schon klar, dass da irgendwas abgefallen war. Und das ist natürlich bei so einem alten Auto natürlich das Problem. Wir haben natürlich so einen alten Schleifer, aber er fährt, wenn er fährt und bringt unsere Technik, die Lautsprecher und der Verstärker an irgendeine Stelle und auch das Baumaterial. Wir haben ja auch
Inzwischen ein Reisegepäck, was so um die 100 Kilo wiegt und was wir dann nicht mehr mit dem Flixbus wegkriegen. Also Abbruchhammer und Schlappermaschine und die verschiedenen Größen, schwerer Bohrer und so weiter, wenn man das zusammenzählt, kann man es nicht mehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln bewältigen. Wir müssen es aber mitnehmen, wenn wir an einem Wochenende was fertig kriegen wollen. Das ist nun mal halt das Problem. Ja. Und da haben wir jetzt zwei größere Räume, die wir jetzt sukzessive ausbauen wollen. Wir haben ja in Ebern die Möglichkeit, dort in dem Naturlicht e.V. Dort eine Veranstaltung zu machen mit so um die 50 Leute, die möglich sind. Und in dem neuen Standort, was wir jetzt versuchen zu aktivieren, da brauchen wir natürlich noch ein bisschen Unterstützung. Also wir haben jetzt zwei Duschwannen, die von dem Veranstalter bezahlt worden sind. Und wir haben jetzt auch die zwei Duschgarnituren. Wir haben auch schon die Bodenfliesen da für die Toilette und für die Duschen. Aber es fehlen noch die Landfliesen, es fehlen noch die Vorwandelemente für zwei Toiletten. Also wir haben eine Herrentoilette, zwei Damentoiletten und Urinal. Da brauchen wir noch die entsprechenden Elemente dafür. Wir haben zwar uns da schon was rausgesucht, aber es ist eben noch nicht bestellt, weil das Geld momentan dafür noch nicht da ist. Boiler müssen wir mal gucken, ob da noch geht. Da ist ein alter Boiler drin. Ich habe jetzt die letzten 14 Tage, 3 Wochen den Abwasser geschachtet, also dass wir dort einen ordentlichen Abwasseranschluss haben, also die Trinkwasserleitung gelegt, sodass wir im Frühjahr keine großen Anlaufphasen haben, erst durch den Frost müssen, was auch immer, sondern dass wir dann Ende März, sagen wir mal, das Wasser aufdrehen können und dann auch sofort mit der Veranstaltung beginnen. Das heißt, wir können die ganze Paperwork-Arbeit, die Flyer gestalten und die inhaltliche Arbeit jetzt in den Herbst, den Spätherbst legen, also November, Dezember, die Flyer für die ganzen Veranstaltungsorte gestalten und müssen also näher in der eisigen Kälte hier Gräben schachten. Das wollte ich unbedingt erreichen und deswegen habe ich da also mit Hochdruck erstmal die Bautätigkeiten vorangestellt. Ich möchte natürlich auch nicht zum heiligen Abend irgendwo eine Baugrube stoppen. Wir müssen das also alles rechtzeitig fertig kriegen und wir haben auch noch ein paar Nebenräume, die wir noch im Vordermann bringen. Es ist auch noch ein großer Raum, 200 Quadratmeter, da war früher ein Kuhstall drin, das müssten wir natürlich auch erstmal entkeimen und da wollen wir dann nächste Woche, also sprich jetzt am Wochenende, mal einen größeren Arbeitseinsatz machen und mal die alten Kuben ausschachten, das ist also alter Kuhmist drin, das muss also raus, das ist aber schon trocken, also stinkt nur mäßig, sage ich mal. Aber es ist natürlich eine ganz schöne Dreckerei, sollte man also nicht mit guten Sachen anreißen. Aber wer da mit dran teilnehmen will und damit helfen will, der kann also dann nächstes Wochenende, dieses Wochenende sich bei mir melden. Wir werden also Freitag anfahren, die Sandstrahlgeschichte vorbereiten, also das ausschaufeln, dann Sandstrahlen und dann mit effektiven Mikroorganismen, also EM, versuchen dann die alten Gülle-Rückstände zu entfernen. Das müsste dort noch rückstandslos weggehen. Es gibt also schon einige Versuche, wo das erfolgreich funktioniert hat. Müssen wir halt mal testen. Und dann wird der Rest sozusagen mit einem Sandstrahlgerät abgestrahlt und ein isolierender Anstrich drauf gemacht, sodass es auch einen lufthygienischen, ordnungsmäßigen Zustand gebracht hat. Also Betonanstrich oder irgendwas drauf. So. Dort ist Elektrik schon drin. Was wir brauchen, ist ein bisschen den Fußboden egalisieren, weil das noch sehr uneben ist. Waren ja früher dort Stallungen, da müsste das ganze Metallzeug dort rausgeflext werden. Das ist also eine ganz schöne Dreckerei. Aber wenn wir das haben, haben wir einen relativ großen Raum, auch so 200 Quadratmeter, wo wir Stühle stellen können, Biertischgarnituren. Es sind also 100 Leute, hat die Veranstalterin da schon die Biertischgarnituren und die Monoblocks bestellt, also wo man sich ordentlich hinsetzen kann, dass nicht jeder auf so einer Bierbank sitzen muss, sondern einen ordentlichen Stuhl hat mit Auflagen. War sehr viel Geld angefasst, privates Geld angefasst, in der Hoffnung, dass das sich im Frühjahr dann ja, durch einen geringen Mitgliedsbeitrag wieder einspielen lässt. Mal gucken, ob das geht. Ich persönlich habe mich mit Arbeitszeit und mit Bauanleitung dort engagieren. Ich hoffe, dass wir viele Helfer haben, weil alleine ist es wirklich nicht zu stemmen, es ist einfach viel. Und ich finde es auch unmöglich, dass viele zu irgendwelchen Lehrgängen oder zu Demonstrationen gehen, aber nie zum Arbeitseinsatz oder mal wirklich da mal mit anpacken, aber eben sich erlauben, mich zu maßregeln, wenn ich diese oder jene Veranstaltung nicht besuche oder irgendwelche E-Mails beantworte. Ich kann nicht jeden Tag 200 E-Mails beantworten, das geht nicht. Selbst die Feedback kann ich nicht abarbeiten, weil so viele Leute schreiben mit der GEZ und was weiß ich, habe ich Hudelei. Ich kann es mal wieder nicht ändern. Wir können das Unrecht erst bekämpfen, wenn wir einen Verweser haben.
der sagt, nee, GLZ gibt es ja nicht. Und solange spielt das System mit uns, ich hab's halt nur verloren. Ne? Da kannst du an die Alliierten schreiben, noch ein Löscher, Putin, dem sind die Hände gebunden, solange wie die BRD im Prinzip nach außen den Staat auftritt und sagt, na, wir sind hier der drittgrößte Wirtschaftsmarkt und wenn du hier nicht mitspielst, dann haben wir Mittel und Möglichkeiten, Russland einen Export zu stören, was auch immer. Das, da lacht so Russland drüber, aber die Bundeskanzlerin meint ja, dass er damit Erfolg hat. Und die Grünen haben ja nur verlauten lassen, dass sie die ganzen Terroristen eingeladen haben und selbst wenn sie also im Gefängnis sitzen und verurteilt werden, dass sie hier noch eine Sorgfaltspflicht hat, da hat es mich bald vom Stuhl gehauen, als ich das gehört habe. Aber man muss sagen, die Blödheit und die Unverschämtheit der Politiker scheint momentan keine Grenzen zu haben. Man sieht das natürlich auch, dass die Investoren hier aus der Eurozone das Geld abziehen. Man sieht das, wenn man da bei den Börsenkursen den Euro-US-Dollar-Kurs sich mal genau ansieht, welche Sprünge der macht, welchen Verlauf der nimmt, wie die Entwicklung vom DAX und vom S&P ist und die Entwicklung deutet auf einen neuen Crash hin. Also das ist nicht so, dass der Hauptgeld kommt, also hier der, dass sie da nur Alarmisten sind. Das sind schon fähige Leute, die Entwicklung richtig prognostiziert haben. Aber das System kämpft natürlich zum Überleben und zieht natürlich den Tod des Euros so weit wie es geht hinaus. Das bedeutet natürlich, dass es immer schlimmer kommt. Hätten wir vor 2 Jahren die Entwicklung ordentlich beurteilt und hätte gesagt, der Euro hat keine Überlebenschance, weil es halt von Anfang an falsch aufgestellt worden ist, die Währung, dann hätte man natürlich den Schaden, der da im Prinzip jetzt schon entstanden ist, abwehren können und hätte einfach die nationalen Währungen zurückkehren können, ohne dass die Volkswirtschaften der Eurozone ernsthaften Schaden genommen hätten. Aber jetzt sieht es so aus, als ob durch das Verzögern und durch dieses Verschlimmbessern das zum richtigen Problem wird. Was, sagen wir mal, die Weltwirtschaftskrise, die 1929 oder nochmal der letzte, die beinahe Crash 1987 war das, glaube ich, 17.10., sogenannte Schwarzer Montag, wo der S&P eingebrochen ist, dass das alles nur Belanglosigkeiten war. Wenn jetzt eine Wirtschaftskrise käme, würde das die Eurozone über Jahre schädigen und sehr langsam vorankommen ermöglichen. Ich meine, in Deutschland haben wir wieder das Problem, wenn das System stört, das Kaiserreich selber hat keine Schulden. Also die könnten jederzeit sofort einen Kaltstart hinlegen. Aber die anderen, die Handelspartner der Eurozone eben nicht, ne, weil die in der Schuldenfalle drinnen hängen. Und das kann natürlich böse enden. Und es ist auch so ein Ereignis in der Bibel vorausgesagt, dass es sowas gibt. Also die Hure Babylon ist dann immer handlungsfähig und alle jammern rum, ja, das schöne Amerika, was auch immer, oder Vatikan und so, alles zerstört und wirtschaftlich nicht mehr handlungsfähig. Ja, das ist das, was auf uns zukommt. Im Daniel Kapitel 2 und 5 ist das nachzulesen. Und es ist nur die Frage, wann das knallt. Ne? So, momentan gibt es auch neue Entwicklungen bezüglich der Datenvollauskunft. Sie verweigern also weiterhin den Posteingang. Also man hat ja aufgrund des Gesetzes über das Bundesdatenschutzgesetz oder Landesdatenschutzgesetz das Recht, die Auskunft als Betroffener zu kriegen. Ne? Und genau dieses Recht wird eben von den öffentlichen Verwaltungen oder von Landräten negiert. Und die sagen, nee, wir hätten keine Rechte oder wir haben keine Daten. Das ist natürlich gelogen, weil sie schicken ihnen Bußgeldbescheide zu oder sie schicken ihnen sinnlose Aufforderungen zu, für irgendwelche Sachen, die man da leisten müsse, also haben sie ja Daten. Ja? Und sie sind ja vom Gesetz her, von ihren eigenen Gesetzen muss man ja sagen, sind ja keine staatlichen Gesetze, sondern sind Gesetze von Freistaaten. Und Freistaaten sind halt Firmen. Und sind sie halt verpflichtet oder haben sich selber verpflichtet, daran zu halten. Aber wenn es dann konkret wird, dass sie sich an ihre eigenen Bestimmungen halten, dann ziehen sie sich auf ihre Arbeitsanweisung zurück und die Arbeitsanweisung läuft gegen die gesetzliche Regelung. Das ist einfach ganz klar und der jeweilige Landrat oder wer das zu verantworten hat, der lässt sich verleugnen und reagiert nicht auf Briefwechsel, kommt dann mit irgendwelchen Floskeln von Reichsbürgern, obwohl wir mit den Reichsbürgern überhaupt nichts zu tun haben, weil der Begriff Reichsbürger einen ganz nationalsozialistischen Anstrich hat, weil der Reichsbürger juristisch erst mit dem sogenannten Reichsbürgergesetz entstanden ist und das ist 1935 bis 1938 verortet. So, und da weißt du also, in welchem Rechtskreis die Bundesrepublik schwimmt und dass das nichts mit dem gelben Schein irgendwie
ja, zu bessern wenden kannst. Also wenn du den gelben Schein beantragst, da haben viele immer so ein Riesenproblem. Ne? Die haben die ganzen Herleitungen gemacht von Vater und Großvater und so weiter und alles ganz genau aufgeschlüsselt, ne? Und denken dann, wenn sie den Antrag stellen mit dem gelben Schein, jetzt haben sie es endlich, jetzt haben sie ihre richtige Staatsangehörigkeit wieder. Aber was haben sie gemacht? Sie haben im Prinzip den Nachweis erbracht, dass sie selber die Rechte an der Staatsangehörigkeit haben, kriegen aber nicht die Staatsangehörigkeit vom Staat, sondern eine Staatsangehörigkeit, die es gar nicht gibt, die vom Nationalsozialismus. Weil der Nationalsozialismus selber kein Staat war. Das ist eine Putschistenregierung, ganz klar, weil am 24.03. das Ermächtigungsgesetz zwar von Hitler in Wirkung gesetzt worden ist, aber letztlich ungültig zustande gekommen, weil Teile vom Reichstag zu diesem Zeitpunkt gar nicht im Saal waren, weil der Hitler sie wegen Reichstagsbrand verhaftet hatte. Und damit ist natürlich die Möglichkeit genommen, eine ordentliche gesetzliche Regelung zu erwirken. Das ist sozusagen der Punkt. So, das heißt, die gesetzliche staatliche Regelung endet also am 27.10.1918 und alles, was danach ist, gehört zur Weimarer Republik, inklusive Nationalsozialismus und Bundesrepublik. Die Bundesrepublik ist in die Rechtsnachfolge der Weimarer Republik getreten, indem die Freistaatenverfassung die Weimarer Verfassung impliziert haben. Also man kann bei allen Freistaaten der Bundesrepublik, wenn man die Paragraphen einzeln sich ranzieht und die Weimarer Reichsverfassung direkt sehen, dass es ineinander eingefügt ist. Und in der sächsischen Freistaatenverfassung ist es direkt erwähnt, dass also sich auf die Freistaatenverfassung von 1919 bezogen wurde. Und damit hat man eine feinstaatliche Position bezogen. Und wenn man die einmal bezogen hat, hat man einen Vertrauensbruch zum Staat begangen, also sozusagen Hochverrat. Und jeder, der sich am Freistaat beteiligt, beziehungsweise auch im Landtag, gegen die gesetzlichen Regelungen des Staates arbeitet, also alle Gesetze bis zum 27.10.1918, eben Beihilfe zum Hochverrat leistet. Was früher oder später, ja, im Rahmen eines Volksaufstands zum Problem werden kann. Und das ist in vielen Landtags- und Bundestagsabgeordneten nicht wirklich klar. Die denken, sie sind ja in einem Staat und die Bundesrepublik ist alles so der souveränste und tollste Staat der Welt. In Wirklichkeit ist es aber ein Besatzungskonstrukt, was die Alliierten errichtet haben, und sie benutzen den Überleitungsvertrag von Berlin, in dem dort die Regelung steht, dass also alles, was in Bezug zu Berlin und Groß-Berlin steht, weiterhin nach deutschem Recht in Kraft bleibt. Und das Wort deutsches Recht meint das kaiserliche Recht. Und dann könnte nur der Kaiser im Prinzip den Alliierten dieses Land wieder aus den Fingern schlagen. Das heißt, wenn wir das Land freisetzen wollen, einen Friedensvertrag wollen, müsste das der Verweser machen. Wobei zu beachten ist, dass ja Deutschland weder im Ersten noch im Zweiten Krieg direkter Kriegsbeteiligter war, sondern immer nur Bundesverpflichtung erfüllt hat zu Österreich-Ungarn. So. Als der Hitler später selber aktiv wurde und einen Russland-Feldzug gemacht hat, was auch immer, hat mit dem Staat erstmal nichts zu tun, weil der Staat war ab 28.10.1918 handlungsunfähig. Insofern hat also der Staat mit den späteren Entwicklungen so nichts mehr zu tun gehabt. Und der Staat wird heutzutage vertreten durch die königliche Linie von Preußen, die auch nach wie vor existiert. Allerdings sind alle, die in der aktuellen Thronfolge vor den geeigneten Leuten stehen, so verortet, dass sie sich eben von der Bundesrepublik abfordern lassen und deswegen auf ihre königlich-hoheitlichen Rechte verzichtet haben, also sich auch des Hochverrats und des Volksbetrugs schuldig gemacht haben. Und das ist die Situation. Ne? Und da gibt es erst weiter hinten in der Thronfolge Anwärter, die ein ehrliches Interesse an diesem Land haben. Ich habe da auch einige schon getroffen. Und ich muss sagen, jetzt fehlt im Prinzip derjenige, der die Gesetze der Thronfolge hernimmt und sagt, na, du stehst in der Thronfolge weiter vorn, aber du hast ja dieses Land aufgeraten, also wird dein Besitz eingezogen und du wirst von der Thronfolge ausgeschlossen. Ja, das müsste man so weit machen, bis man dann bei irgendeinem Anwärter da ist, und den Anwärter müsste der Verweser dann ins Amt einsetzen, und dann hätten wir erstmal wieder einen Staat. Ne? Weil der Staat wird in der Monarchie durch den Monarch vertreten. Und der Monarch existiert, weil er 1943 wohl gestorben ist, Kaiser Wilhelm II., der ja auch nur eine Vertretung der königlichen Linie war, würde der Verweser dann diese Position einnehmen, und der würde dann eine neue Verfassungswahl machen und die Sachen des Staates wieder neu ordnen. Ja.
Wir hätten also dann eine konstitutionelle Monarchie, zumal heute noch, bloß eben nicht handlungsfähig. Und die Bundesrepublik würde genau dann, wenn der Staat wieder seine ursprünglichen Aufgaben wahrnehmen kann, außer Dienst gestellt. Die Bundesrepublik arbeitet ja nur deswegen, weil sie sagen, wir haben ja so die ganzen, die sind ja alle Nazis, in ihren Ausweisen steht überall Deutsch drin, also müssen wir die beaufsichtigen, müssen wir so Maßregeln und Meldegesetze hängen, die ins Auto entziehen, deswegen haben wir ja das Problem mit C4C, wem gehört mein Auto, und die ganzen Sachen und Schornsteinfegerverordnung und GEZ und so weiter, es sind alles Folgeerscheinungen der Staatsangehörigkeit Deutsch, die nicht wirklich existieren. So, na gut, also wer jetzt noch Fragen hat, kann mich jetzt noch anrufen, sollten jetzt in den nächsten halben Stunden noch Anrufe eingehen, werde ich die jetzt hier gleich live beantworten. Ich stelle dann hier laut und Telefonnummer wiederhole ich nochmal, die 0174 8952 271.